Hallo und herzlich willkommen zu Koch mal schnell. Heute möchte ich euch gerne meine feurigen Putenbrustspieße vorstellen. Mal nicht auf dem Grill, die Grillsaison geht ja so langsam zu Ende. Heute mal auf dem Opti-Grill. Schauen wir mal, ich hoffe es gefällt euch. Alle Zutaten, die wir brauchen, seht ihr hier. Zunächst mal brauchen wir natürlich Putenbrust, habe ich hier, die ich noch in kleine Stücke schneiden werde, damit wir sie aufspießen können. Dann brauchen wir Zwiebeln. Ich habe hier 4 mittelgroße Zwiebeln jetzt genommen. Das ist immer so ein bisschen schwer zu schätzen, wie viel man benötigt, was ich überhabe. Daraus mache ich hinterher dann mal so ein bisschen Gemüse für nebenbei. Dann brauchen wir Champignons. Das sind hier ungefähr 300 Gramm. Auch da verwende ich die Reste hinterher zum Gemüse. Und hier jetzt 3 mittelgroße grüne Paprika. Ihr könnt natürlich auch rote nehmen oder mischen, je nachdem, was euch optisch besser gefällt. Und dann machen wir so eine kleine Marinade. Das Ganze soll ja feurig werden und machen eine Marinade hier aus Olivenöl. So 100 Milliliter habe ich jetzt mal angesetzt, je nach Geschmack, wie viel ihr haben möchtet. Dann kommt zu dem Olivenöl dazu eine Barbecue-Soße eurer Wahl. Ich habe hier Bullseye, rauchig, ich finde das passt immer ganz gut für Barbecue. Aber auch da ist es natürlich euer Geschmack, was ihr gerne nehmen möchtet. Nehmt die Barbecue-Soße, die ihr sonst auch nehmt für Ribs oder für Steaks oder was ihr gerne habt. Dann, um richtig Schärfe reinzukriegen, hier Hot Sauce oder Sriracha Soße. Auch da seid ihr natürlich völlig frei. Irgendeine wirklich scharfe Chili Soße, die ich dazu nehme, mit der wir dann die Spieße einpinseln werden. Und das Ganze werde ich würzen hier mit ein bisschen Rauchsalz, um die rauchige Note hier zu verstärken. Und zusätzlich kommt noch rein Paprikapulver hier. Auch da gibt es natürlich zig Sorten. Keine Ahnung, was ihr nehmt. Ich habe das hier mal ausprobiert. Das finde ich ganz in Ordnung. Das gibt es natürlich auch von Ankerkraut. Das gibt von Just Spices. Also was ihr da gerne nehmen möchtet. Aber geräuchert sollte es sein, weil ich einen Räuchergeschmack haben möchte. Und das Ganze soll natürlich auch spicy sein. Ja, das sind hier die Zutaten. Und dann lege ich mal los mit den Vorbereitungen. So, ich schneide jetzt mal die Pute. Denkt dran, schneidet sie nicht zu klein. Das ist sonst nicht aufzuspießen, also nicht kleine Würfel, sondern größere Stücke hier. Und mein Problem ist nur, dass ich mich immer schwer konzentrieren kann, weil unser Kater hier unten immer rumläuft und der regelmäßig austickt, wenn es frische Pute gibt. Ja, ja, Oskar. Ja, jetzt ist Oskar auch dran. Ja, Oskar. Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen. Ich habe die Pute jetzt klein geschnitten, in nicht so ganz kleine Stücke, ne? So Schaschlik-Spießstücke. Ah, teilweise sind sie schon ein bisschen klein geworden, spießen wir 2. Ich bin gewohnt irgendwie von Pute schnitzeln. Lieber etwas größer machen, so eben Schaschlikgrößen wie auch beim Schwein sonst. Die Paprika habt ihr gesehen, jetzt auch so in spießgroße Stücke geschnitten, entkernt und geschnitten. Dann habe ich die Zwiebeln gepellt und die Zwiebeln habe ich dann geviertelt und so ein bisschen jetzt in einzelne Teile zerdrückt, also die Viertel aufgedrückt, dass man die jetzt gleich spießen kann. Und die Champignons habe ich auch nicht in so ganz kleine Stücke geschnitten. Ihr werdet gleich sehen, Champignons ist immer ein bisschen heikel, die zu spießen, weil die schnell zerbrechen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber wir haben jetzt alles zusammen hier, unsere Pute, Paprika, Zwiebel, die Champignons. Und jetzt können wir anfangen, die Spieße herzustellen. Und ich fange mal an mit einem Stück Zwiebel. Und damit man sich nicht gleich die Finger blutig spießt, ne, lege ich das mal hier hin. Und dann kann man das auch aufspießen. Und dann kann man die Zwiebel bis runterziehen hier
Und dann mache ich als nächstes immer ein Stück Paprika. Drehe ich immer um. Wenn ihr das also nicht so spießen wollt, dann habt ihr vielleicht eure eigene Technik. Dann kommt ein Champignon, den ich hier aufspieße. Und jetzt seht ihr auch, warum ich so ein Fan bin von Spießen, die zwei Spieße haben. Weil man die später jetzt auf dem Grill die prima so drehen kann und hinterher nicht Gefahr läuft, dass irgendwas hier einfach drauf bleibt und sich nicht mitdreht und man den Spieß immer dreht, ohne dass das Fleisch sich dreht. Also, das geht gut. Und jetzt nehmen wir auch mal ein Stück Fleisch hier. Genau das gleiche Prinzip, ne? Beim Fleisch hier, die Pute ist ja sehr weich, da ein bisschen aufpassen, dass man sich eben nicht die Finger jetzt hier aufspießt. Wir sind aber mit dem gleichen System weiter. Das heißt, ich spieße jetzt hier wieder ein Stück Zwiebel auf und schiebe das runter. Ist ein bisschen eine Geduldsarbeit, aber ich verspreche euch, es lohnt sich. Es ist wirklich 100-mal besser als gekaufte Spieße. Und ich bin ganz sicher, auch eure Gäste, denen wird es gefallen. Die schmecken wirklich toll. Und sie haben ein völlig anderes Aroma als die fertig gekauften. Probiert es auf jeden Fall aus. Und mit der Zeit wird man noch schneller, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Und dann machen wir weiter hier. Ja, so sieht jetzt ein fertiger Spieß aus. Ihr seht, ich kriege jetzt immer drauf hier 1, 2, 3, 4 Stück Fleisch. Ja, jetzt wird der Fleischfresser natürlich sagen, ist ja fast ein Vegetarierspieß hier. Ist nicht so wahnsinnig viel Fleisch, darum geht es ja auch nicht, sondern man hat hier ordentlich Gemüse auch dabei, also quasi die Beilage gleich mit auf dem Spieß. Man kann jetzt wirklich sagen, das ist jetzt nicht übermäßig viel Fleisch, was da drauf ist. Das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Jeder steckt mehr Fleisch drauf. Wenn ihr mehr Fleisch mögt, steckt ihr mehr drauf. Nehmt weniger Gemüse, weniger Pilze, weniger Paprika oder weniger Zwiebeln. Aber das finde ich sieht ganz schick aus hier. Und ihr seht, wir werden es gleich ja noch einpinseln mit der Marinade. Das ist ein ordentlicher Spieß und der geht auch gut auf den Opti-Grill. Zeige ich euch gleich und ich mache jetzt mal die anderen drei fertig. So, vier Spieße sind bestückt. Ich habe noch mal ein bisschen nachgelegt, damit es nicht wirklich aussieht, als wenn das hier eine vegetarische Veranstaltung wird. Also, ich habe dann teilweise zwei Stücke hier noch mal gespießt, weil die Pute natürlich auch sehr weich ist und nicht so fest wie Schweinefleisch normalerweise, wie bei Schaschlik oder sonstige Spießen. Vier Stück. Fleisch hat gereicht. Das sind tatsächlich ziemlich genau die 500 Gramm, die ich geplant habe. Wir sind jetzt erstmal soweit fertig mit der Vorbereitung und da können wir jetzt die Soße anrichten, mit der ich die Spieße gleich noch ein bisschen bepinseln würde, damit sie auch richtig einen Barbecue-Geschmack kriegen und dann ein bisschen durchziehen können. Also, wir fangen an mit dem Olivenöl, das hier als erstes reinkommt. Und dann nehme ich meine Barbecue-Soße, die ich hier als zweites in die Schüssel gebe. Und jetzt gebe ich wirklich nach Geschmack, nach Gefühl Sriracha dazu. Das ist reichlich, ja, ein Esslöffel, vielleicht nicht ganz. Dann kommt das geräucherte Paprikapulver dazu. Und ganz zum Schluss hier das Räuchersalz. Ja, das Ganze wird jetzt gut verquirlt, denn wir werden jetzt gleich die Spieße mit dieser Mischung einölen, einstreichen und dann sollten die, wenn ihr genug Zeit habt, vielleicht noch so 2 Stunden im Kühlschrank marinieren. 1 Stunde mindestens, sonst macht es wenig Sinn. Also 2 Stunden sind besser und wenn ihr es richtig gut machen wollt, wenn ihr richtig Zeit habt zur Vorbereitung, dann könnt ihr es auch über Nacht machen, aber dann werden sie sehr scharf. Also da müsst ihr euch entscheiden, denn dann zieht die Marinade wirklich sehr tief ein und dann wird das Ganze schon ordentlich scharf bis hierhin und jetzt können wir erstmal unsere Spieße einstreichen. Ich habe meine Spieße jetzt auf eine doppelte Lage Alufolie gelegt,
weil die Spieße so lang sind, dass sie in eine normale große Auflaufform nicht reingehen. Denn ich möchte jetzt gleich ein bisschen marinieren lassen, deswegen mache ich es immer so, dass ich sie jetzt hier auf eine Alufolie lege. Wenn ihr ein großes Backblech habt, könnt ihr es auch auf Backblech legen. Ich wollte aber jetzt auch nicht so viel dreckig machen. Also meine Variante hier, ich lege sie immer auf die Alufolie und jetzt streiche ich die Spieße schön satt von beiden Seiten ein, damit sie ein bisschen marinieren können. Und damit die Marinade auch tatsächlich hier jede Pore des Fleisches und auch in das Gemüse eindringen kann. Und wenn wir hier Marinade über haben, dann macht das gar nichts, denn die können wir prima benutzen, um das restliche Gemüse, das wir noch über haben, ein bisschen anzubraten und dann das Gemüse ganz zum Schluss noch in der Marinade so ein bisschen zu schwenken. Dann hat auch das Gemüse gleich den passenden Barbecue-Geschmack und passt auch gut zu den Spießen. Und jetzt gebe ich meine Spieße mit einer zweiten Lage Alupapier für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank und dann sehen wir uns am Opti-Grill wieder. Gute 2 Stunden später, Opti-Grill ist aufgebaut, meine Spieße sind jetzt so ein bisschen mariniert und man sieht, glaube ich, die Spieße sehen schon sehr lecker aus, die haben schon die Marinade gut aufgenommen und riechen auch schon sehr lecker. Und jetzt können wir anfangen, die Spieße im Opti-Grill vorzubereiten. Und ich würde den Opti-Grill erstmal vorheizen. Und ihr wisst ja, ich bin ja kein großer Fan der Automatikfunktion. Ehrlich gesagt beherrsche ich die auch nicht. Rote Lampe leuchtet, ne? Ihr seht, das ist immer schwer zu erkennen im Bild nachher. Rot. Und lasse ich jetzt den Opti-Grill erstmal vorheizen, bis er so ein bisschen anfängt zu qualmen und man sieht, dass er heiß ist. Und wenn er richtig heiß ist, dann legen wir die Spieße ein. Der Opti-Grill hat sich gemeldet, komplett rot, blinkt auch nicht mehr, soll wohl heißen, ihm ist heiß. Das bedeutet, wir können unsere Spieße reinlegen und das tue ich jetzt auch und zwar immer so, dass die Spieße versetzt liegen, einige von diesen festhalten, weil die sonst runterrutschen, damit wir die Griffe auch noch drehen können. Das sind jetzt die Griffe, die hier mit 4 Stück, schauen wir mal. Dann kommt die gleich, dass sie auch halten. Ja. Das sollte klappen. Dann lassen wir immer seine Arbeit machen. So, gute 5 Minuten und ihr seht, ich habe schon meine schicken Handschuhe an hier. Oh, Johnny in der Grillshow würde wahrscheinlich sagen, Doppelfaust. Nein, ich will nicht den Michael Jackson machen, sondern es ist heiß. Sieht das lecker aus. Ja, ihr wisst alle, wenn ihr das Ding habt, den Opti-Grill, der grillt ja tatsächlich nicht von beiden Seiten gleich. Und hier muss man auch schon aufpassen, sondern man muss ab und zu mal drehen. Das sieht man auch hier jetzt. Ne? Die andere Seite ist also tatsächlich nicht so ganz braun und deswegen drehe ich zwischendurch mal um und drehe jetzt hier auch noch mal und versuche so zu drehen, dass die auch alle hier oben bleiben und nicht runterfallen. Und dann machen wir mal die nächsten 5 Minuten und schauen dann wieder. So, die letzten 5 Minuten. Wow, und das sieht super lecker aus. Ich mache mal das Gerät aus hier. Die Spieße sind natürlich heiß, weil ich hier Metallspieße habe. Äußerste Vorsicht, verbrennt euch nicht. Das ist natürlich jetzt wie auf dem echten Grill draußen. Vorsichtig mit den Fingern
und das sieht wirklich lecker aus. Und ich bin ziemlich sicher, das Fleisch ist durch. Wir gucken jetzt mal nach und schauen mal, ob es geklappt hat. Optiker habe ich ausgemacht. Ich habe die Spieße jetzt mal rausgeholt. Ihr seht, zumindest optisch sind sie gelungen. Also, das sieht schon mal gut aus. Nicht verbrannt, ein bisschen smoky. Und jetzt wollen wir natürlich mal anschneiden, denn Geflügel muss durch sein und hoffentlich nicht zu trocken. So, nehmen wir mal ein größeres Stück hier. Ja, das ist natürlich durch, ne? Ihr seht es, da ist nichts dran zu meckern. Das sieht gut aus. Wir nehmen mal ein Stück Paprika. Sehr lecker. Alles durch, alles heiß. Alles lecker. Hat geklappt. Klappt also einwandfrei. Putenbrustspieße im Opti-Grill. Ja, jetzt kann man sie schon anfassen. Wirklich super lecker. Ich räume ein, die Zubereitung ist vielleicht ein bisschen zeitintensiv, aber auch nicht schwer. Aber es lohnt sich. Wirklich toll, Geschmack ist toll. Das Fleisch ist genau richtig. Es ist nicht zu trocken, es ist durch. Der Geschmack ist klasse. Also, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.